Mein Name ist Hagen Rüdiger Fischer, ich bin 58 Jahre, war 23 Jahre bei einer Großbank tätig, die mich dies Jahr in den sogenannten Vorruhestand geschickt hat. Weil ich seit über 47 Jahren mit Pferden zu tun habe oder mich immer im Pferdesport engagiert habe, möchte ich gerne mein Hobby zur Passion machen und habe mich entschieden, einen sogenannten Pferdesachverständigen-Tätigkeit aufzunehmen. Was beinhaltet so eine Sachverständigen-Tätigkeit für Pferde? Ja, Sie müssen erstmal einen gewissen Überblick über das Pferd an sich haben, was gehört dazu, wie ist es aufgebaut, um dann sachverständig zum Beispiel bei Unfällen, bei Weideunfällen, bei Reitunfällen, bei Verkehrsunfällen oder auch, was mir am Herzen liegt, die Bewertung eines Pferdes. Also ich möchte feststellen, wie das Pferd gehandelt werden darf, eine preisliche Ermittlung dieses Pferdes. Das hat zur Folge, dass ich mich an bestimmte Reglements, um sachverständig den Wert eines Pferdes vor oder nach einem Unfall feststellen zu können. Wo wäre dann der Einsatz in erster Linie für ein Pferdesachverständiger? Ja, der Einsatz kann auch verschiedenschichtig sein. Einmal für Privatpersonen, wenn Sie sich zum Beispiel jetzt ein Pferd kaufen wollten und würden ein Gutachten dafür haben wollen oder Sie würden eine Unterstützung brauchen, ist das Pferd geeignet für den Sport oder für Freizeit oder selbstverständlich auch für Versicherungen bei Schadensregulierung oder bei Feststellung von Schäden und selbstverständlich auch für Gerichte passieren können. Also kurzum, wenn ich jetzt als Laie mir ein Pferd zulegen möchte, habe ich keine Ahnung, ob das Geld das Pferd das Geld wert ist, was der Verkäufer so möchte, dann könnte ich Sie anrufen, sage, Herr Fischer, ich habe da was, können Sie mal mitkommen, gehen Sie mal mit oder wie auch immer. Und dann sagen Sie, das Pferd ist, können Sie nehmen zu dem Preis oder es ist einfach zu teuer, warum auch immer. Selbstverständlich. Ich habe aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung, wie gesagt, über 47 Jahre habe ich mit Pferden zu tun, sehe ich Gebäudefehler oder kann einschätzen die Gutartigkeit des Pferdes im Gang, im Schritt, im Trab, im Galopp, unter dem Reiter, an der freien Hand oder im Gelände, kann selber auch das Pferd ausprobieren, sowohl als Reiten als auch vor der Kutsche. Also ich bin da sehr offen. Es geht im Prinzip fast alles. Ich gebe auch Reitunterricht. Ich bin Trainer, lizenzierter Trainer B-Lizenz. Ich gebe hier in einem nachbargelegenen Reitstall, gebe ich privaten Unterricht. Auch nur aus Passion, aus reiner Spaß, an der Freude. Sie könnten selbstverständlich auch zu mir kommen, sodass ich Sie unterrichten würde, mit Ihrem Pferd zusammen. Einzeln, mit Pferd oder auch ohne Pferd. Mhm. Haben Sie Stallungen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier in Siebrig mir ein Pferd zulegen würde, möchte, und da weiß ich aber immer noch nicht, wo ich das unterstellen kann, wäre das zum Beispiel auch bei Ihnen möglich? Wäre eine Option. Inwieweit die Chemie zwischen uns dann stimmt, kann man selbstverständlich auch ein Pferd bei mir unterstellen. Sie haben vorhin die Lizenz B angesprochen, ja, die Sie als Trainer haben. Was beinhaltet so eine Lizenz B und was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Sie können ausbilden, sowohl Reiter als auch Pferde, bis zu einer gewissen Klasse. Hier in dem Fall ist es die Klasse A und die Klasse L. A würde heißen Anfängerklasse, L würde heißen leichte Klasse. Es gibt dann noch die mittelschwere M-Klasse und die S-Klasse für schwere Klasse. Sowohl im Dressur als auch im Springsport. Wenn man Ihren Lebenslauf sich anschaut, und dann findet man unter anderem, dass Sie seit dem 10. Lebensjahr im Sport, im Pferdesport aktiv sind. Was haben Sie da genau gemacht? Ja, also ich bin
nach der Schule zweimal die Woche zum Reittraining gegangen. Das war im damaligen Marstall von Gotha unter einer sehr, sehr netten und engagierten Reitlehrerin, Frau Tierärztin Christine Ludwig, die sich da für die Jugend ganz, ganz toll engagiert hat, die auch mit Rat und Tat immer zur Seite stand. Ich habe dann versucht, mich auf einen gewissen Zweig innerhalb des Pferdesportes zu lenken. Das hängt natürlich auch damit zusammen, was für ein Pferd man hat. Dressur und Springen habe ich in Kombination betrieben, wollte dann auch mal in die Vielseitigkeit, aber da war mein Pferd damals nicht gut genug und ich habe eigentlich es zu L- und M-Springen zu guten Platzierungen, auch mal erste, zweite und dritte Plätze in diesem Metier oder in diesen Lektionen der Klasse L und M gebracht. Ich bedanke mich fürs Interview. Ich auch, danke.